Hallo und herzlich willkommen zu dem nächsten Part meines Destiny 2 Live for Let's Plays. In dem Part werden wir Strikes machen und damit ab rein geht's. Die Lichtklinge. Das ist jetzt die Frage, wie lange ist das Ding hier? Da sehen wir ja. Etwas, das ihr benutzen könnt. Wie ihr Sagiras Hülle benutzt habt. Der einzige Weg führt durch ein paar alte Kanäle. Also brauchen wir ein Boot. Darum kümmere ich mich. Dann mach das mal. Ja, ist du Finch? War das ja? Ja, wenn nicht, dann halt nicht. Hier haben wir ja den guten Alakul. Der Alakul. Keine Ahnung. Ach Gott, wo? Was war das gerade jetzt für eine Nummer? Na, ich schätze, das werden auf jeden Fall zwei Strikes, je nachdem, wie schnell wir hier durchkommen. Ich nehme an, dass das hier wirklich nicht allzu lang dauern wird. Ich meine, mal abgesehen von dieser Passage, wo man verlangsamt wird, gibt es eigentlich nichts, was einen groß aufhalten sollte. Ich meine, selbst diese Schartypen hauen jetzt nicht wirklich so was rein. Ich meine, an die Tatsache, dass es hier mehrere Schilde braucht, bis man den einmal erledigt wird, sagt eigentlich alles. Merken wir mal, dass normal Zweigs jetzt nichts wirklich sind, aber nochmal den korrumpierten Dämmerungsstrike zu machen, fühle ich jetzt auch nicht. Gut, allgemein der Grund, warum ich hier Strikes mache, ist einfach nur, weil ich nicht weiß, was ich sonst schnell machen sollte. Weil mehr als was Schnelles ist momentan eh nicht mehr drin. Was ist der Geist hin? Achso, der glitscht irgendwo im Boden. Was denn auch sonst? Und der nächste Krieger der Lichtklinge. Hat man damit auch erledigt. Erreiche das Denkmal. Ja, stell dir vor, da gehen wir auch ganz vielleicht hin. Aber ach, nur so vielleicht. Was? Hm? Wie hat der mich... Das stimmt ja, Warlock. Ist ja, die sind ja noch ein bisschen flinker auf den Füßen als ein Titan. Zumindest würde ich das so behaupten. Da kommt ja auch von einem eigentlichen Warlock-Main. Also, ja. Lass das mal so stehen. Falls dann wieder auf die Frage kommen sollte, warum ich hier mit Titan spiele. Ganz einfach, den habe ich, glaube ich, wo ich mit dem hier angefangen habe, am wenigsten gespielt. Und dadurch, dass ich ursprünglich einen Charakter gelöscht habe, möchten musste, damit ich das wirklich so weiterführen könnte, wie ich es jetzt tue. Weil das halt das einfachste Opfer. Keine Garantie für die Aussagen, die ich gerade getätigt habe. Also, wenn wir als Charakterer. Ist auch jetzt auch nicht weiter wichtig. Letztendlich ist es einfach so, dass was so ist, wie es ist. Und ja. Sind wir auf jeden Fall hier. Ja, komm. Vor allem, ich weiß selber, dass ich eine von denen aushalten kann. Und lass mich dann trotzdem von der zweiten treffen und spring dann nicht hier so hoch. Hallo? Was war das gerade für ein komisches? Dann halt nochmal neu. Jetzt aber. Hey, 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 ihr habt es geschafft. Gut gemacht. Das Boot bewegt sich wieder. Was zum... Hä? Was war das gerade, bitteschön? Das war kurz nicht auf, damit man auf einmal von dem Ding runtergeschmissen oder was? Das läuft auf jeden Fall hervorragend. Wenn wir schon gerade dabei sind, kann man einfach hier so weiter rennen.
macht jetzt auch nicht gerade den größten Unterschied. Abgesehen davon, dass man jetzt hier technisch gesehen ein bisschen schneller durchkommt. Aber selbst das bringt nur so viel, weil man am Ende sowieso nochmal auf das Ding drauf muss. Weil, ja, soweit wie man hier kommt, wobei, technisch gesehen, ich meine gut, hier schafft man es noch hin. Aber dann ist hier Schluss, weil man nicht mehr hier landen kann. Außer man stirbt halt, lässt sich wiederbeleben, aber dann ist man sowieso nicht wirklich schneller als das dort halt. Also macht halt ein Skate oder sowas, aber na. Das bringt auch nur so viel. Ja, vor allem, wenn die so veraltet ist, wie soll dann neue Schartechnik aussehen? Nein, natürlich ist das nicht. Ja, genau. Sabatuns Bruder. Der König der Besessenen persönlich. Seid hier vorsichtig. Ist etwas geschehen. Alles ist von Dunkelheit überwuchert. Ja, war es ja nicht sowieso schon. Ich kann es noch nicht sehen. Vielleicht gibt es einen sicheren Weg hindurch. Bestimmt gibt es den. Weil letztendlich müssen wir den so oder so finden, egal wie man es angeht. Einfach die Materialmechanik recycelt von Crota. Na na na. Ja, komm. So halbwegs kommt man doch schon ordentlich durch. Aber ja, so sind wir auf jeden Fall dort, wo wir jetzt sind. Sieht aus, als wäre alles gesichert, Finch. Wir gehen rein. Vorsicht. Ja, das war doch schon mal ordentlich. Er ist ein alter Rivale von Oryx. Ein alter Rivale. Vor allem, wie soll, oder cool, eine Rivale von Oryx sein, wenn der so eine geringe Bedrohung ist. Und klar, wir sind jetzt gewaltig stärker als in dem Kanon nicht gesehen Oryx Blatt gemacht haben, aber trotzdem. Es fühlt sich irgendwie komisch an. Na komm, mach mal es einfach. Ich geh einfach mit der Super rein und dann fährt sie mal die Dinger schnell weg. Oder zumindest einen davon. Einfaches Ding. Ja, ne, hier. Ja, noch zu viel übrig gelassen. Na, da ist noch was. Jetzt müsste es aber gehen. Und ab darunter. Dinge, die bestimmt eine sehr schlaue Idee sind. Und ab weiter. Wow. Wie schnell hat der fast alles verloren? Den ersten Balken. Diese verdammten Selbstbomber stören auch einfach. Die kommen immer da, wo man sie nicht gebrauchen kann. Na gut, das wäre überall. Schüler der Lichtklinge. Interessante Schüler, wenn man die Typen vorher schon
so leicht wegfetzen konnte. Okay. Ich würde ja gerade anders weggeschmolzen. Ich sag ja, diese Typen halten nichts aus. So viel mal dazu, ne? Was zum Teufel? Dann war das gerade schon wieder möglich. Ah. Hat Xenologie gefunden. Okay. Und jetzt sind wir erstmal so nett und geben den. Ja, so. Und so. Und außerdem können wir uns noch kurz hier die Statue angucken. Ab, inklusive des Tablett des Ruins. Damit würde ich euch immer sagen, was das für diese Part. Also bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.